Ich glaube, ich muss mal... Ach, weißt du, die sind eh im Arsch hier. Was ist im Arsch? Du bist im Arsch. Oh, jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Oh. So ein armer Knilch. Mal scheiß die Wand an hier. Diese Eisenachse hier weg, hier geht man schon mal die ganze Zeit auf den Sack. Ein Sack. Ist ja so. Ist nicht wahr. Ist nicht dein Ernst. Popel. Du mit deinem Popel, Alter. Popel. Was ist falsch mit dir? Kennst du Popelfresser? Ja, du. Hast du schon mal Popel gefressen? Das kleine Kind sicherlich, glaube ich mal. Nom, nom, nom. Ein aus meiner Klasse, ey. Richtig eklig. Ich mach das auch heute noch. Schmeckt voll gut. Nom, nom. Lecker. So, so schön würzig. Würzig? Er muss es ja wissen. Nee, ich hab noch nie Popel gegessen. Selbst als Kind nicht, das weiß ich noch. Das weiß er noch. Muss aber kurz mit der Nase schniefen. So wie du immer. Immer am Schnüffeln, der Junge. Ach, nee. Ach, nee? Boah, AIDS. Geh weg da. Nein! Keiner mag dich. Doch! Niemals! Du weißt schon, dass du dadurch, dass du auf der anderen Seite Was ist die andere Seite? Dass du durch die Seite hier, wo du Cobblestone-Ziegel-Dingens gelegt hast, auf der anderen Seite, wo die das Tränke Lager sind, jetzt auch ist, ne? Ja, und dadurch, dass du die gemacht hast, sind die Schilder jetzt alle weg. Nee, die Schilder habe ich in meinem Inventar, das weiß ich. Musst du halt nochmal wieder neu setzen, ne? Ah, nee, habe ich keinen Bock. Offscreen entleere ich mein Inventar komplett, sodass es dann für die nächste Session dann wieder bereit ist, sodass es dann wieder schön leer ist. So. Aha, okay. So läuft das also bei dir, Mister Herr von Buraki. Miep, 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 miep. Ey, das ist aber ganz ehrlich, ne? Minecraft hat echt viel mit Erfahrung zu tun. Jetzt, wie meinst du Erfahrung? Jetzt, wo ich hier diese ganze Scheiße mit den Steinen gebaut habe und sowas, fallen mir automatisch viel neue Sachen ein, die ich in Zukunft mal dann irgendwann mal ausprobieren werde. Oho. Voll der Schlaue hier. Fallen mir jetzt durch das Feuer und so, durch den Netherstein und so, sind mir ein paar neue Ideen gekommen. Theoretisch brauche ich hier gar keine Fackeln überall. Ist alles fast durch Lava hier ausgeleuchtet. Wobei hier vielleicht... ich glaube nicht. Redstone-Fackeln brauche ich noch ein paar. Damit das hier ein bisschen rötlicher aussieht. Ein bisschen dunkler. Hier meine schönen Armbosse. Oh, Bosse. Kohle hole ich runter. Und hier die ganzen Öfen, die ich halt dazu gebraucht hatte,
dann andere Projekte weiterzumachen, damit ich ganz viel was einschmelzen kann. Ich glaube, ich müsste im Offscreen dann sogar das, was ich bauen wollte, sogar jetzt schon machen. Möp. Das kleine Problem nämlich ist, wenn ich halt im Ofen irgendwas machen will, dann muss ich den ganzen Weg ins Labor hier runterlaufen, dann hier hinten hinrennen, um hier in die Öfen ranzukommen und dann den ganzen Weg wieder zurückrennen. Das ist ein bisschen lang irgendwie. Darum müsste ich mir was einfallen lassen, aber das sieht man, glaube ich, erst in der nächsten Session. Was? Ich werde in der nächsten Session auch erstmal was anderes machen, außer hier im Labor rumzuhängen. Da muss man an einem eine Abwechslung bringen. Weil ich... Killerkind, du. Das feiere ich auf jeden Fall richtig hier. Ich höre deinen Esel, ey. Oh. Also bist du froh drüber, dass ich dir so einen Esel geholt hab? Ja, ja, ja. Der ist mir zugelaufen. Ja, ja, ja. Dein neuer bester Kumpel. Ne? Und das alles in einem. Alles in einem. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist richtig. Da knuspert was. Ah! Dein Hintern knuspert. Oh. Dein Esel ist so durch, ne? So durch. Ist eifersüchtig auf den. Esel. Voll der Esel, ey. Ich hab Wuff gehört. Wie läuft denn Hund in meinem Labor rum? Achso. Ich würd aufpassen mit dem Hund, ne? Ich seh schon. Nicht, dass da... Der ist ziemlich dicht bei einer Lava gerade. Ja, deswegen. Der guckt da so rein irgendwie. Sitz machen. Was ist das jetzt? Ein Sitz machen tun. Symmetrisch hier? Ich brauche kurz meine Hilfe hier. Nee, Moment mal, nee, den mache ich jetzt nicht. 1, 2, 3. Wie sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Oh nee, dann brauche ich hier fucking Stein. Nee, was ist das? Eisenziegel. Das heißt... Ist das jetzt richtig? 1, 2, 3. Jetzt ist es richtig. Und ist es bei den anderen Seiten nicht mehr? Möp. So, dann... Dein Lagerhaus-Dingens ist jetzt auch aufgepimpt worden. Ich brauche mal kurz meine Werkbank wieder. Wo ist meine Werkbank? Da ist meine Werkbank. Ich habe zum Glück noch Eisen. Kekse. Eisenkekse. Eisenkekse. Ne, hier lagen gerade auf dem Kekse auf dem Boden. Wie du dich dahin teleportierst. Packst da Kohle rein. Überall eine. Überall eine. Ich hatte hier noch 5 Kohle übrig. Deswegen. Das ist jetzt nicht synchron. Synchron. 3. Guck mal, wie das Bild. Was hast du hier auf dem Bild eigentlich? Ähm.
Bei mir ist das so ein Kürbis, der lacht. Sieht da, das ist eine Fest, so eine Burg im Hintergrund und davor sind, glaube ich, so Zelte, ist das. Oder ein Dorf. Mhm. Boah, das ist so gefährlich hier, ne? Da kriegt man richtig Angst. Ach, wat? Meins. Vielleicht schlage ich hier aus Versehen den Hund hier, wenn ich jetzt hier was abbaue. Alter! Blub. Das ist 1, 2, 3, 4. Das ist fast richtig. Aber du hast das ja richtig super gemacht hier unten, ey, mit dem Abstand. Das geht sich alles genau aus, ey. Echt? Ja, also was ich hier gerade mache. Das ist alles komplett gleich. Mit dem Abstand. Ja, ist ja super mal gemacht. Minecraft. Als ob du das so geplant hättest. Natürlich. Natürlich, sagt er. Okay, das Bild würde gut passen hier. Da ist jetzt so ein Feuerteufel drauf oder sowas. Ein Feuerteufel. Welche Richtung? Die andere Richtung. Die musste ich hier noch. Ey, Eisengitter abzubauen dauert ja voll lange. Was willst du da überhaupt machen? Ich hab keine Ahnung. Jetzt habe ich hier irgendwas aufgesammelt, da. Kann man da rüberspringen? Ach, wusste ich gar nicht. Trottel. Frage ich mich, wie ist das da rausgekommen? Das sind jetzt 5. Das da sind... 1, 2, 3, 4, auch 5. Alles richtig. Das ist mein Lineal. Damit sehe ich... So, ihr beiden macht jetzt einen Ringkampf da in der Mitte. Das würde so bescheuert aussehen, Alter. Oder Hunde-Wettkämpfe. Wer mit Keksen. Wissen? Mit Keksen. Keksdusche. Die bringen mir so wenig. Ich hab mein Fleisch. Dein Fleisch. Kannst gleich da drin bleiben, ich schließ dich da ein, oder? Niemals! Kannst ja mal kurz rauskommen und gucken, was ich da so gemacht hab, da unten in deinem Keller. Ey, weißt du, jetzt kommen die ganzen Ideen, ich will immer noch nicht beenden, ja, aber ich muss beenden, weil 3 Stunden sind um! Was? Ja, sind sie. Hier ein bisschen. Was denn wo? Hier an den Wänden musst du schauen. Achso, hast die... Außen... Also das... weiß ich nicht. Das hier findest du nicht so gut? Oh, Entschuldigung. Irgendwie ja... Das hat mir gar nichts abgezogen. Fleisch. Muss ich ein bisschen was ausbessern, glaube ich, irgendwann. Weil das kann man so lassen hier, das oder? Das hier kann man lassen, ja. Sein geheimer Pornokeller hier. Das stimmt. Mein geheimer Pornokeller hier. Ach Mensch, ich kann doch darüber klettern. Trottel. Das Holz ist widerstandsfähig. Willst du da jetzt einen brennenden Klotzen machen? Lahm. Nee. In der Mitte würde ich so ein Lava-Loch lassen. Scheiße. Oder ich muss mal kurz in der Mitte. Muss kurz was holen. Ich hab voll die Idee. Junge, von stall mir nicht mein Werk da. Warte mal kurz. Ich hab voll die Idee. Pass mal auf hier. Sonst gieße ich gleich dich mit Lava über. Sehen wir einen brennenden Robert als Highlight des Tages. Hier tust du dann Lava hin, hier am Rand, und in der Mitte einmal Lava. Und das zündest du dann an. Was in der Mitte Lava? Was?
Hier tust du ein Lava-Becken hin, in der Mitte. Und am Außenrand Lava. Was passiert eigentlich, wenn ich hier Lava hinmache? Kommt die raus? Nee, ne? Nee, darf nicht. Ist ja Gitter vor. Nein, nicht da unten. Mensch. Ich will erstmal gucken, ob das überhaupt geht hier. Ich habe gerade kurz eine andere Idee. Gucken, ob das überhaupt klappt. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Was passiert denn jetzt, wenn ich... Ah, so ein Lavabrunnen. Dein Hund! Mach den Eimer weg. Ich hab ihn weggemacht. Oh, was, Alter! Tot. Ja. Schon wieder. Tja, dummer Hund, ne? Das ist das zweite Mal, glaube ich, ne? Ja, den Lava-Eimer kannst du oben eigentlich setzen. Ach, er ist eh genug Hunde. Er ist eh genug Hunde. Wenn das ein Klaus Junior gewesen wäre, dann hätte ich auch geheult. Fast richtig. Das würde ich dann, den würde ich dann wegnehmen einfach. Fließt der jetzt runter? Ja, fließt immer noch nichts darunter. Nimm den oben mal weg. Milka? Milka-Kuh. Ich glaube, man muss einfach, Also mit Wasser würde das klappen, oder? So müsste man das, glaube ich, setzen. So ein Kreuz. Hast du noch welche? Ja, ich habe 12 Stück. Dann gib du mir mal die. Dann mache ich das. Willst du jetzt ein Kreuz da machen, Matt? Gib mal. Du hast keine Ahnung, ey. Wo sind die? Ja. Ich habe hier schon... Ich würde in Zukunft irgendwann sowieso mal so einen Wasserspringbrunnen machen. Versuch das jetzt mal. Ich glaube, das ist zu viel Lava. Nee, Mann. Gib dir mal. Oh, ey. Meinst du? Doch Style, oder? So ein bisschen, ne? Weil es ist alles so bewegt hier. Es ist ein bisschen Bewegungsspiel. Vielleicht könnte man an den Ränden auch hier zum Beispiel... Anstatt die Gitter könnte man dann auch so gemeißelten Steinen, ja genau, diese Säulen machen. Genau. Und dann oben, ganz oben, auch noch diese Eisengitter. Und das in der Mitte so durchlässig lassen? Genau. Vielleicht kann man auch Glas reinhauen. Glasscheiben, wohl bemerkt. So. Das ist wieder so schlau. Düm, düm, düm. Düm, düm, düm. Oh, sie zielt auf dich. Voll in den Arsch. Nicht mehr. Monströser Lava-Klotz hier. Hat aber Style, ne? Jo. Nur das mit der Lava an der Seite finde ich immer noch gruselig. Ach, was? Weil du da... Irgendwann falle ich da rein, sterbe noch. Guck mal, was da ist. Das ist auch total realistisch, weil es Holz ist. Und irgendwo da drin ist der Hund. Er war. Jetzt brauchen wir irgendwie... Habe ich Glas? Ich habe Glas. Ich habe ein Gemälde. Warum habe ich ein Gemälde? Da! Was ist das bei dir da? Bei mir? Hier, bei der Säule habe ich dann Gemälde hingesetzt. Bei mir sind das so Pfannen, die runterhängen. Pfannen, die runterhängen? Ja. Was, wo? Hier, beim Eingang. Ah, da komme ich gleich hin. Muss hier noch kurz den letzten Schliff machen. Bei mir ist da ein Ritter drauf, der auf einen
schwarzen Pferd reitet. Sieht aus wie Ganondorf, nur dass er nicht so relativ dünn war. Ja, läuft. Kann man so lassen, ne? Und wie nennen wir das Teil? Ist das symmetrisch? Warte mal. Nee, guck mal hier, die Ecke hier. Die ist viel zu dick. Ach. Ist da irgendwas gewesen? Nimm das Lava-Ding da nochmal weg. Bau oben einfach ein Stück Zaun ab. Weil Glas wächst ja nicht mehr nach. Ach scheiße, ich hab genug Glas. Entschuldigung. Ich glaub, weil da ja Dingens die Treppe war. Sieht sonst alles symmetrisch aus, oder? So ein Kreuz. Ja, eh. Nur die Treppe war dann halt da und hat das schief gemacht. Jetzt nicht mehr? Jetzt ist die weg. Jetzt kannst du das machen. Es dürfte da sein. Alter. Geh weg da! Ich sehe deinen Kopf, das will ich nicht. Jetzt sieht's richtig aus. Ja. Boom. Ich wette, einer wird hier noch von uns sterben. Hier bei dir beim scheiß Keller. Der Todeskeller, Junge. Aber richtig. Ich glaube, da mache ich einen Eingang weiter in Katakomben, glaube ich. Katakomben. Mann, was eine Aussicht, ey. Das feiere ich richtig hier. Nur Fackeln brauchst du hier so gut wie gar keine. Komm, mach ein Thumbnail-Bild von mir. Mit dem Schwert. Ha! Warte mal. Okay, ich dann mit dem. Warte. F3? Nein, F2? F4? F5? F5 war das. Stell uns da so hin. Nee. zack. Ich stecke mein Schwert in den Arsch. Nee, so mach ich glaube ich kein Thumbnail-Bild. So lange kannst du lange warten. Wo muss ich hingucken? Da? Ja, ja, haben wir schon. Richtig. Gut. Cool. Für den letzten Part für dieser Session. Ja. So, jetzt kann mir ausloggen. Jetzt die 3 Stunden locker und bei weitem. Jo, bevor er nicht mehr aufnimmt und dann als Marsch ist. Gut, dann gehe ich mal in mein Haus zurück. Ist doch nicht fertig geworden. Es ist trotzdem noch eine Menge zu tun. Die ganze Decke muss noch. Aber das sehen wir dann wahrscheinlich erst nicht in der nächsten Session. In der nächsten Session werden wir was anderes machen. In der übernächsten Session vielleicht, dass ich wieder hier unten rumgurke. Man weiß es nicht. Man hört sich auf jeden Fall wieder. Bis demnächst, Leute. Tschüss. Mit dem Typen auch wieder tschüss. Wenn Nico das hier sehen würde, Alter, vielleicht überzeugt ihn das ja mal wieder mitzumachen. Echt mal, Nico, was ist los? Tschüss. Tschüss. Zurück zur Verbindung trennen. Pam. Oh. Popping Tags. Das steht mit Minecraft Version 1.8.1, siehst du. Du hast 1.8.3 jetzt, oder was? Ja. Das heißt, wir eine andere Version. Das ist nicht inkompatibel. Das ist sowas Neues. Naja. Okay.